Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play FIFA 17 Ultimate Team. Nochmal schnell die Transfers runter und die anderen wieder drauf. So. Ja, wir spielen den Rest der Weekend League. Ich weiß nicht, ob ich jetzt wirklich noch 8 Partien schaffe. Wahrscheinlich nicht. Aber ja, 2 Partien zum Sieg zumindest wäre ganz cool. Selbst wenn ich jetzt alle Partien noch spielen würde und alle verlieren würde, wäre ich komplett zufrieden mit 11 Siegen. Weil ich nicht damit gerechnet hätte, so viel zu gewinnen und in Goldrang 3 zu kommen. Sollten wir jetzt noch 2-mal gewinnen, dann kommen wir halt in Goldrang 2. Das wäre auch nicht schlecht. Und wir müssen jetzt mit der Bundesliga noch eine Runde spielen, weil die Spieler bei uns verletzt sind. Ach ja, ich habe mir überlegt, ob ich vielleicht doch wieder Kagawa reinpacke. Weil Kagawa war einfach besser bisher. Die Davi hat in 3 Spielen 1 Vorlage gemacht, hat sich nicht besonders geil gezeigt, hat, glaube ich, einen krassen Schuss abgegeben, hat sich nicht krass durchgesetzt, nicht so gut in Szene gesetzt wie Kagawa einfach. Kagawa ist der bessere Passgeber, aber ist eigentlich der viel, viel schlechtere Schütze. Aber ich glaube halt wirklich, es ist jetzt gerade erstens in den Spielen überhaupt nicht die Zeit, um Neues zu testen. Und die 3 Spiele haben meiner Meinung nach gereicht, um mir persönlich zu zeigen, vielleicht brauche ich doch ein bisschen Dribbling als ZOM, weil da ist natürlich Kagawa deutlich besser. Und ja, es hat nicht gereicht für die Davi. Kagawa hat einfach bisher deutlich besser gespielt. Ich meine, im Vergleich zu Moutinho natürlich auch schlecht, ne? Nur 1 Vorlage und 9 Tore in 24 Spielen, also 10 Scorerpunkte, nicht mal in jedem zweiten Spiel 1 Scorerpunkt. Aber er hatte viel, viel häufiger geile Situation, geile Position. Ah, Moment, ich glaube, Kagawa hat zu wenig Fitness, weil er ja nicht regeneriert hat. Ja, 84, gehen wir dem auch mal. Ah ja, und Kagawa hat auch die bessere Ausdauer, will heißen, dass Kagawa viel länger im Spiel durchhält und halt auch am Ende noch gefährlich ist. Was bei die Derby nicht der Fall ist, hat, weiß ich nicht, 62, 64, irgend sowas hat halt Ausdauer, also richtig schwach. Was sind das für merkwürdige Hosen, die der angehabt hat? Das waren keine kurzen, das waren lange Hosen mit irgendeinem Knieschütze dran, das sah zumindest aus. Ich glaube, das ist wieder ein sehr schneller Sturm, englische Liga, ja, eher Durchschnitt, jetzt nicht besonders, aber wieder Karius im Tor, oh mein Gott, der hat mir bisher echt totales Kopfzerbrechen bereitet, der Mann. Hoffen wir mal, dass es diesmal besser ist. Und ich will eigentlich bloß offensiv anfangen. Puh, mal schauen, ob unsere Siegesserie so weitergeht. Ich kann mir nicht vorstellen. Wir haben auch super, super oft unverdient gewonnen. Das darf man, denke ich, nicht vergessen. Lässt er uns mal durchrennen mit Kono. Das ist schon mal schön. Flanke wäre, glaube ich, gar nicht so schlecht gewesen. Das Tor war leer! Oh, fuck. Aber ich dachte, bevor du dich jetzt noch 100 Mal rumdrehst, in die andere Ecke schießt du lieber direkt. Und... Oh. Ging genau aufs Tor, aber es scheint mir echt so, dass mir die kurzen Ecken besser liegen. Schau da. Toprak macht mit dem Körper, das wird jetzt gefährlich. Okay. Schade, ich habe gedacht, dass Embolo durchläuft, hat er aber nicht gemacht, hat er abgebrochen. Oh, ich dachte eigentlich, spitzeln wir noch vorher raus, aber Fährmann war da. Also Fährmann hat auch einen sehr guten Job auf jeden Fall. Sehr schön. Ich habe noch irgendwas gelesen, von wegen man soll den nur kurz antippen, den Klärversuch. Und dann würde sich die Leiste nicht ganz auffüllen, das kann ich mir ehrlich gesagt gar nicht vorstellen.
Was? Er ist nicht rangegangen, haben wir das gesehen? Was war das denn? Müssen wir uns mal hier ein bisschen befreien aus der Ecke, aber ein Einwurf ist okay. Ja. Ja. Läuft lang. Oh, da hat er mich wieder schön abgedrängt. Ah, es war kein Foul. Hat einfach der Körper gefehlt. Sehr schön. Kein Abseits. Schießt doch direkt! Fuck! Er schießt nicht direkt. Naja, was soll's. Okay, ihr habt wahrscheinlich nichts verstanden, es sei denn, ich hab... Oh, es sei denn, ich hab's geschafft, die Lautstärke in der Datei zu erhöhen, weil ich hatte nämlich gerade, bis jetzt gerade eben zu dem Zeitpunkt, habe ich mein Mikrofon noch oben an die Wand hochgeklappt gehabt. Und hab den erst runtergezogen, weil ich vergessen habe, das hoch runterzunehmen. Aber ich glaube, ich kann es in der Nachbearbeitung lauter machen, die Datei, also die Audio... Datei, deswegen wahrscheinlich mit ein bisschen Glück macht das nichts, ansonsten waren die ersten Minuten entweder super leise oder ihr habt gar nichts gehört. Ah, schöner Schuss, schöne Situation, aber wir kommen leider nicht in den Genuss des Torschreis, also wir haben leider kein Tor gemacht. Aber ich würde sagen, so rein vom Prinzip her, außer einer guten Situation des Gegners, sind wir hier tendenziell der leicht bessere. Haben zumindest mehr Abschlüsse, kommen besser zum Tor. Ja, Karius halt, ne? Mit Glanzparaden mal wieder. Es waren jetzt auch keine Situationen, wo ich sage, die müssen unbedingt rein, aber scheiße. Oh! Brusinski, der Außenverteidiger, setzt sich tatsächlich durch. Ich würde ja fast sogar schon sagen, Torhüterfehler Karius, oder? Das hätte ich niemals gedacht. Das hätte ich niemals gedacht, dass ich hier vorher an den Ball kommen und das Kopfballtor machen mit Brusinski. Ich sag ja, Brusinski ist wirklich in der Offensive sehr gefährlich. Als Außenverteidiger. Aber ich, der war schon wieder im Strafraum, hat er nichts zu suchen. Aber ich hätte halt lieber jemanden, der noch in der Defensive ein bisschen was macht. Wobei ich auch zugeben muss, er hat jetzt noch nicht so viele Situationen gehabt, wo ich sage, okay, jetzt haben wir wegen ihm das Tor gefressen. Das war zum Glück noch nicht so oft der Fall. Da haben wir Glück. Also war schon wieder ärgerlich, dass er einfach da so durchlaufen kann. Setzt mich wieder nicht durch, aber... Sehr geiler Pass auf Kuno. Ah ne, Chicharito ist das.
Okay. Sieht ganz gut aus. Wie gesagt, ich würde auch sagen, wir waren der bessere Spieler. Sehr schön. Oh Gott, habe ich das Mikro vergessen runterzumachen? Wie peinlich. Aber krass, dass ich es überhaupt gemerkt habe. Glück gehabt, dann hebt Brosinski lieber die Arme an, statt weiterzuspielen. Aber gut, er läuft uns aus. Sehr schön. Ach so, wir können eigentlich mal auf Aussichtlichen gehen, wir führen ja. Oh, was war denn das für ein Laufpass, bitte? Oh, hätte ich da den Pass geschafft auf Kagawa, auf Chicharito mit Kagawa. So, warten, bis sich die Spieler ein bisschen auseinanderziehen. Sehr schön, da wäre Brosinski durch gewesen. Ja, haben wir wieder genau den richtigen Moment abgewartet. Und... Ach, er ist drin, er ist drin, er ist drin! Oh, wieder eine mega krasse Parade von Kari. Und aber Chicharito macht ihn halt einfach, weil er ihn so krass schießt. Und Embolo wieder eine schöne Vorlage, krass. Nice. Oh, er hat ihn noch gerade so mit dem Arm gehalten. Und ich dachte, er geht rechts vorbei. Es hat ja auch ewig gedauert, bis sich Chicharito gefreut hat. Nice. Geiles Tor. Sehr schön. Und langsam schaffe ich es echt besser mit diesem Querlegen. Also am Anfang von Viva 17 habe ich es ja wirklich gar nicht geschafft. Und mittlerweile, muss ich sagen, haben wir jetzt schon des Häufigeren mal so ein Querlege-Tor geschafft. War auch wieder gut platziert. Ach, hätte ich ihn direkt durchgesteckt wieder. Sehr schön. Da haben wir Glück, gebe ich zu. Mist. Oh, jetzt hatte ich ganz, ganz, ganz kurz Angst, dass er reingeht. Eieieiei, aber es sah echt so, als wenn ich Kuno einfach fallen lassen würde. Sah ein bisschen merkwürdig aus. Eigentlich würde ich ihn ganz gern auf ihn. Es hat gar nicht geklappt. Das hat leider gar nicht geklappt. Da kommt ja schon jemand, aber wir lösen es noch. Castro ist jetzt auch nicht wirklich so überragend, also keine Ahnung, er ist super unauffällig. Er ist mir halt noch nie negativ aufgefallen, aber dass er wirklich als Sechser richtig krass wäre, wobei ich muss zugeben, dass mir
Rode in letzter Zeit auch nicht mehr wirklich krass auffallen würde. Ja, doch. Also ich würde halt Castro verkaufen oder versuchen zu verkaufen mit ordentlich Gewinn, wenn die Preisranges mal wieder passen würden. Fährmann ist da, sehr schön. Am Embolo. Oh ja, da kommt seine Pace wieder. Und die körperliche Stärke. Das war so dumm. Ich hatte halt schon die perfekte Position zum Schießen und bin nochmal in den Sprint und hat dadurch nochmal die Situation schlechter gemacht. Oh, wie will er denn da anspielen? Embolo war vor ihm. War mir klar, dass er das macht. Oh, fuck. Jetzt will ich aber unbedingt hier das Gegentor haben, habe ich das Gefühl. Sehr gut, okay, da haben wir einmal zu viel geklärt. Schade. Oh, Freunde. Okay, also langsam müsste der Ausgleich, nee, der Ausgleich nicht, aber der Anschlusstreffer gefallen sein. Fährmann rettet uns hier gerade die Null, aber ich denke, wir führen ja auch mit zwei Toren, das ist schon ganz okay. Den hätte er auch machen müssen. Also wie gesagt, in der Höhe nicht verdient, ist zu hoch das Ergebnis, hätte knapper ausfallen müssen. Aber er hat halt einfach am Ende das Pressing total reingemacht und ich war einfach zu blöd, um mich mal ein bisschen zu befreien. War natürlich nicht gut gespielt am Ende, aber ich denke, wenn ich das gesamte Spiel anschaue, wenn ich das ganze Spiel betrachte, ist es okay. Zwei Tore, einmal wieder Hernandez, schön quergelegt von... Ach, Embolo macht zwei Vorlagen, krass. Und ja, Brosinski, eieiei. So. Aber was ich so richtig von Kuno und Bianca halten soll, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht, weil... Oh, ich habe halt immer noch das Gefühl, dass Johnson besser ist, aber es kann doch nicht sein. Das Einzige, was Johnson besser kann, ist verteidigen, weil Johnson ist noch nicht mal schneller als Kuno Bianca. Kuno Bianca hat einen besseren Schuss, hat glaube ich sogar einen besseren Pass, ist schneller. Also ich verstehe es einfach nicht. Es kann doch nicht sein, dass ich einen defensiv steigender brauche. So, noch 7 Partien. Ich will mal schauen, wie es mit... Ja, ich glaube, in dem Spiel hat mir sogar Kagawa schon wieder besser gefallen. Er hat zwar kein Tor gemacht und keine Vorlage, er war irgendwie präsenter. Und Embolo hat jetzt schon 6 Scorerpunkte aus 12 Spielen, also jedes zweite Spiel, das ist echt nicht schlecht. Aber über Embolo läuft halt auch über Embolo läuft einfach extrem viel. Und Kuno Bianca, okay, besser als gedacht, schon 2 Tore, 3 Vorlagen, also er scheint einfach nur unauffällig zu sein, aber kommt gar nicht so schlecht rüber. Und ja, wahrscheinlich wird Brosinski einfach der Spieler sein mit den meisten Scorerpunkten, 2 Vorlagen, 2 Tore, 3 Vorlagen, das ist nicht schlecht für einen Außenverteidiger, aber wie gesagt, das ist mir nicht so wichtig. So, beim nächsten müssen wir wieder mit der League A spielen. Glücklicherweise sind jetzt wieder fit. In diesem Sinne, liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, damit man euch loben. Euer Paxis. Bis hoffentlich morgen. Tschüss.